Willkommen bei Reboot to Respawn. Das hier ist die deutsche Übersetzung des Talks der C3 News Show. Eure Übersetzerin ist Kathi. Willkommen zu einer weiteren C3 News Show. Ich bin Chris und wir werden euch ein bisschen mehr verraten über die Organisation der Veranstaltung. Wir haben einige Fahrplan-Highlights und dann haben wir noch ein paar Infos über die Welt. Wir starten mit STB, der uns eine kleine Einführung gibt, die uns sagt, was diese Veranstaltung so gut macht. Hallo STB, danke für deine Zeit und danke, dass du hier bist. STB, du bist einer der Hauptverantwortlichen für die DEVOG, stimmt das? Ja, vielleicht, aber ich fühle mich nicht so wie jemand, der hauptsächlich dafür verantwortlich ist. Das Tolle der DEVOG ist für mich, dass das alles wie eine Gruppe von Leuten ist, die alles zusammenbauen, ohne klare Hierarchie. Manche Leute waren Teil der Organisation für die erste DEVOG und waren auch seitdem da. Einige Leute sind später dazu gekommen. Es fühlt sich sehr wie Chaos. Wie viel Zeit hast du gebraucht, um das zu organisieren? Ja, nach der Push-to-Talk-DEVOG dachten wir, naja, brauchen wir eine weitere DEVOG in 2020? Und alle sagten so, ja, es könnte gut, aber die RC3, die braucht so viel Energie und so viel Zeit, das ist nicht realistisch, das zu machen. So abseits von RC3 noch irgendwas zu machen, wäre schwierig, aber lass uns einfach nochmal drüber reden, wir müssen nichts versprechen. Wer weiß, wie die Situation sich entwickelt. Und an dem Punkt im Oktober war es irgendwie klar, dass alle Events, die irgendwie hunderte Leute zusammenschließt, dass sie nicht möglich wären. Also haben wir den Call for Participation für die Vorträge in ein paar Tagen zusammengekloppt. Und dann haben wir uns durchgearbeitet durch all die Dinge, die getan werden mussten. Braucht es mehr oder weniger Leute, um so eine Veranstaltung zu organisieren, online? Es gibt zwei Aspekte dazu. So ein Event zu organisieren ist deutlich einfacher, wenn man es virtuell macht. Man kann viele Leute zusammenziehen, die außerhalb sind. Das hat wirklich viel geholfen. Viele Leute sind einfach aus dem Nirgendwo aufgetaucht. Die andere Sache, als wir diese Osterveranstaltung im letzten Jahr organisiert haben, niemand wusste, wie es funktioniert. Es fing alles letztes Jahr an, als so ein paar Leute vom Vox sagten, ja, ich glaube, wir können das virtuell machen. Wir haben diese technischen Sachen zusammengebaut, wie OBS, was so unsere Videoregie ist. Und wir haben die Streaming-Infrastruktur. Wollen wir das nicht einfach machen? Und dann haben ein paar Leute gesagt, okay, lass es uns ausprobieren. Danke, STB, für deine Zeit. Bleibt dran. Danke. Danke, STB und André. Wenn ihr mehr Einsichten dieser ganzen Sache haben möchtet, es gibt auf unserem C3 News Channel die volle Version davon. Wir können uns nicht treffen und das hat uns diese 2D-Welt gebracht und auch bei diesem Event wird sie wieder voll da sein. Entdeckt alles, guckt euch die Welt an, interagiert mit anderen. Und da gibt es tatsächlich auch Ostereier in dieser Welt. Wir sehen euch da. Was wäre die DEVOG da ohne Vorträge, soziale, politische, wissenschaftliche Themen? Ihr könnt das euch im Fahrplan nachgucken. Ihr könnt reinschauen, wie ihr eure eigene Welt baut, wie biometrische Überwachung funktioniert. Und ihr könnt euch auch Musik anhören.
Tja, nun, wir schließen diese News-Show mit der Küche. Wir kennen die wichtige 3-2-1-Regel. 3 Stunden Schlaf, 2 Duschen und eine Karotte. Heute kochen wir ein klassisches Karottengericht. Die brauchen Fett, um ihre Energie freizusetzen. Und ihr braucht dazu noch Wasser und ein bisschen Zucker. Schneidet die Karotte. Erhitzt die Butter. Tut etwas Zucker rein, um es zu karamellisieren. Werft die Karotten rein. Legt den Deckel drauf. Und dann kann man die Karotten noch abschmecken mit Salz und Pfeffer und etwas Wasser und Brühe angießen. Und dann lässt man einfach alles ein bisschen kochen. Das ist alles. Man kann beispielsweise noch Kohlrabi oder andere Wurzelgemüse hinzufügen. Genießt es. Und das war's mit der heutigen C3 News Show. Wir sind morgen wieder da mit mehr. Danke und habt einen guten Tag. Und dies war die Übersetzung von die deutsche Übersetzung der C3 News Show von Tag 1.